Tief im Wald in der Nähe eines schönen Sees lebte ein Wolf. Ein hungriger Wolf, dessen Magen knurrte. Er hatte ein Auge auf drei schmackhafte junge Schweine geworfen und wartete auf eine Gelegenheit, sie zu fangen, um sie zu seinem Abendessen zu machen. Das älteste der Schweine war gierig und gefressig. Er aß immer das Essen seiner Brüder und teilte sein eigenes nie mit ihnen. Hey, der Apfel gehört mir. Ich heb ihn mir für später auf. Ein gieriges, gefräßiges Schwein, hä? Ich wüsste, wie ich eins fangen kann. Der böse Wolf legte einen der Lieblingsäpfel des gefräßigen Schweins auf den Waldweg. Und er stellte eine Falle am Ende der Straße auf. Und jetzt isst ganz viele von den Äpfeln, damit ich satt werde, wenn ich dich fresse. Das riesige, gefräßige Schwein war überglücklich, als es auf dem Heimweg bemerkte, dass es viele verschiedene Äpfel auf dem Boden liegen hatte. Meine Lieblingsfrucht. Njam, njam, njam. Was ist das? Noch ein Apfel. Njam, 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 njam. Was? Es gibt so viele Äpfel hier? Ich muss sie alle mitnehmen, bevor meine Brüder sie sehen. Denn sie gehören mir. Mir. Als das riesige, gefräßige Schwein den letzten Apfel pflücken wollte, zog der Wolf an der Schlinge und ein riesiges, schweres Netz fiel auf das Schwein. Obwohl sich das Riesenschwein wehrte, konnte es nicht aus dem Netz entkommen. Hilfe! Hilfe! Was ist los hier? Hilfe! Du bist in meine Falle gegangen. Ich nehme dich mit nach Hause und fresse dich, du gefräßiges kleines Schwein. Zu dieser Zeit hörten die Schweinebrüder, die sehr hungrig waren, die Stimme ihres Bruders. Hilfe! Hilfe! Lasst mich gehen! Hilfe! Als sie in großer Eile zur Waldstraße eilten, sahen sie, dass der böse Wolf ihren großen, gierigen Bruder gefangen hatte. Oh nein, wir müssen ihn retten! Aber ich bin nicht stark genug. Ich habe Angst vor dem großen Wolf. Trotz allem beschlossen die tapferen kleinen Schweine, ihren Bruder zu retten. Sie folgten ihm, als der Wolf das Riesenschwein in seine Höhle brachte. Müde vom Tragen des Riesenschweins schlief der Wolf ein. Psst, hey! Hallo, ist da jemand? Sei still. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Die Schweinebrüder versuchten, den Wolf zu schubsen, um ihren Bruder zu retten. Aber sie konnten es nicht, weil sie nicht stark genug waren. Wenn du uns die Äpfel gibst, die du in der Tasche versteckt hast, können wir vielleicht unsere Kräfte sammeln und dich retten. Nein, die gehören mir. Wenn ich hier rauskomme, esse ich sie alle alleine. Ach, der Klang der Schweinchen, die Stimmen, verfolgen mich im Traum. Ich werde sie alle fressen, eins nach dem anderen. Dann gehen wir eben und du bleibst hier bei diesem Wolf. Das Riesenschwein war endlich überzeugt. Warte, okay, nimm sie. Aber einen behalte ich für mich. Schweinchen? Ah, okay, na gut, nehmt sie alle. Die Brüder aßen das Essen, das ihnen das riesige, gefräßige Schwein gab und konnten den Wolf schließlich zur Seite schieben. Gemeinsam schafften es die drei Schweinebrüder, das Riesenschwein aus dem Netz zu befreien und das mit großer Mühe. Dann kehrten sie schnell nach Hause zurück. Als der böse Wolf erwachte, war er sehr wütend, weil das Schwein entkommen war. Niemand steht mir mein Essen. Das riesige, gefräßige Schwein verstand, dass das Stehlen des Essens anderer Leute eigentlich Gier war. Und von diesem Tag an teilte er gerne alle seine Lieblingsspeisen mit seinen Brüdern. Vor allem diese schönen, bunten Äpfel.
Es war einmal auf einem Bauernhof einer Bauernfamilie. Ein hungriger Wolf versuchte, eines der Lämmer zu fangen. Komm, komm. Komm her, kleines Lämmchen. Komm, Schäfchen. Tiep, 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 tiep. Doch als er sich näherte, bemerkte der Hirte den Wolf und alarmierte seinen Hund Sultan. Sultan, worauf wartest du? Lauf und rette das Lamm! Aber Sultan war so ein alter Hund, dass der Hirte schneller war als er selbst. Und er rettete das Lamm vor dem Wolf, bevor Sultan dort ankommen konnte. Am nächsten Morgen, während das Bauernpaar darüber sprach, wie alt der Sultan war, begann der Wolf, dessen Augen immer noch auf die Lämmer gerichtet war, zuzuhören. Ach, so können wir nicht weitermachen. Wie soll unser Hund unser Haus beschützen, wenn er tagsüber nicht einmal die Lämmer beschützen kann? Ja, da hast du recht, aber... Sultan muss dieses Haus verlassen. Wenn wir wegen ihm die Lämmer verlieren, verlieren wir unseren Lebensunterhalt. Der alte Sultan war sehr aufgebracht, als er hörte, was gesagt wurde. Als der Wolf das alles mit ansah, hatte er eine clevere Idee. Hey, du fieser alter Hund. Wuff, wuff. Beruhige dich. Ich bin nicht wegen der Lämmer hier. Diesmal bin ich deinetwegen hier. Wuff, was? Du willst mich fressen? Mein Tag wird immer schlimmer. Oh. Nein, aber deine Besitzer werden dich aus dem Haus schmeißen. Und ich habe eine tolle Idee, die dich wie einen Helden aussehen lässt. Der hilflose Sultan war neugierig auf das Angebot des Wolfes. Also, wenn du morgen die Lämmer auf die Weide bringst, lass sie dort und geh außer Sichtweite. Dort werde ich eines der Lämmer kidnappen. Und dann? Was? Auf keinen Fall! Nein, warte. Hör mir zu. Ich werde nur so tun, als würde ich das Lamm entführen. Und dann, bringe ich es zu dir zurück. Dann kannst du es deinen Besitzern zurückbringen und dein Held werden. Wie findest du das? Wie kann ich dir nur vertrauen? Im Gegenzug gibst du mir einfach ein paar Hühner, um meinen Magen zu füllen. Und... wir sind quitt. Sultan nahm das Angebot des Wolfes an. Am Morgen brachte die Bauernfamilie die Lämmer wie üblich auf die Weide. Und nach einer Weile ging Sultan. Hast du Sultan gesehen? Nein, aber er muss doch hier irgendwo in der Gegend sein. Ich hab die Nase voll von diesem faulen Hund. Nicht weit entfernt ließ der alte Sultan eines der Lämmer in eine entfernte Ecke schleichen. Als das Lamm von der Herde getrennt war, erschrak es und schaute sich ängstlich um. Schließlich tauchte der listige Wolf plötzlich hinter dem Busch auf, in dem er sich versteckt hatte. Komm her, kleines Lämmchen. Jetzt gehörst du mir. Ich werde dich jetzt fressen. Der Wolf näherte sich dem Lamm. Aber da war etwas, das er nicht sah. Als er weiterging, gab der Boden nach und er fiel in eine tiefe Grube. Was ist los? Was soll das? Holt mich hier raus, verdammt! Der alte Sultan kam an die Spitze des Lochs und blickte auf den ängstlichen Wolf hinunter. Hallo, alter Hund. Kannst du nicht mal einen neuen Trick lernen? Du dachtest wohl, ich würde dem Wort eines Wolfes trauen. Ich war meinem Besitzer gegenüber immer loyal. Ich würde weder Lamm noch Huhn für dich opfern. Sultan bellte laut und rief seine Besitzer. Oh, Sultan, das hast du gut gemacht. Indem du den Wolf gefangen hast, hast du alle unsere Lämmer gerettet, Sultan. Guter Junge. Sultan, wie hast du das gemacht, guter junger alter Hund? Ja, Sultan war ein sehr alter Hund, aber er überlistete den Wolf. In der Nacht zuvor hatte er ein tiefes Loch gegraben und es mit Blättern bedeckt, um dem Wolf eine Falle zu stellen. Und von da an schätzte Sultans Familie ihn sehr.
Sie adoptierten sogar einen weiteren Welpen namens Hank, um ihm bei den Schafen zu helfen. So trainierte Sultan ihn in all den weisen Dingen, die der alte Hund kannte, und lehrte ihn, ein Beschützer und treuer Hund für seine Familie zu sein. So wie Sultan es selbst war. Egal was passiert, sei immer ein treuer Hund. Der Bauer Gopi ging an diesem Tag unglücklich auf sein Feld. Denn obwohl es Sommer war, brachte sein Feld immer noch keine Ernte. Mein Feld hat heute schon wieder keine Ernte gebracht. Was soll ich jetzt nur machen? Wenn ich dem König keine Ernte liefere, kriege ich Ärger. Eines Tages, als Gopi gerade aufgeben wollte, auf seinen kargen Feldern zu graben, traf seine Schaufel auf einen harten Gegenstand. Was ist das? Na los, schneller! Als er weitergrub, stellte er fest, dass es ein Topf war. Was macht ein Topf auf meinem Feld? Und er ist leer. Gopi war sehr unglücklich darüber, dass er sich so viel Mühe gegeben hatte, ohne dafür belohnt zu werden. Er ließ seine Hacke in den Topf fallen und legte sich unter einen Baum, um sich auszuruhen. Als er nach einer Weile seine Hacke wieder mitnehmen wollte, um nach Hause zu gehen, stellte er fest, dass sich noch 100 weitere Hacken im Topf befanden. Was? Aber wie kann das passieren? Ich hatte doch nur eine Hacke. Gopi leerte den Topf mit den Hacken und stellte diesmal seine Schaufel hinein. Aber was war das? Sofort tauchten weitere 100 Schaufeln im Topf auf. Ist dieser Topf etwa ein Zaubertopf? Ach du meine Güte, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gopi war erstaunt und begeistert zugleich. Er brachte den Topf sofort in sein Haus. Er probierte aufgeregt ein Hühnerei im Topf aus und ließ es darin. Bald war der Topf voll von Eiern. Das gibt's doch gar nicht, verdammt! Jetzt muss ich mich nicht mehr um die unfruchtbaren Felder sorgen. Ich kann die ganzen Lebensmittel auf dem Markt des Königreichs verkaufen. Jeden Tag brachte Gopi die vermehrten Waren aus dem Topf ins Königreich und probierte jeden Tag ein neues Produkt. Eines Tages Kleidung, am nächsten Tag Gemüse, am anderen Tag Bohnen. Was auch immer er in den Zaubertopf gab, es vermehrte sich. Andere Verkäufer waren neidisch auf seinen Erfolg und beschwerten sich über Gopi bei einem Soldaten des Königs. Am nächsten Tag folgte der Soldat Gopi heimlich. Und Gopi nahm an diesem Morgen den Zaubertopf und setzte ein Küken in den Topf, um es auf dem Markt des Königreichs zu verkaufen. Wenig später kamen Hunderte von Küken aus dem Kopf. Der Soldat konnte seinen Augen nicht trauen. Mit Hunderten von Küken, die um Gopis Haus herumliefen, bis eines versehentlich in den Topf fiel. Und dieses produzierte weitere 100 Küken. Gopi hatte sogar einen Küken auf seinem Kopf, unter seinem Stuhl, in seinem Essteller. Der Soldat ging sofort zum König und berichtete ihm alles, was er gesehen hatte. Der König befahl, dass Gopi und sein Zaubertopf sofort zu ihm gebracht werden sollten. Gopi ging vor den König und er beschlagnahmte den Topf für den Schatz des Königreichs. Gopi war sehr verärgert. Ich möchte mir diesen Zaubertopf genauer ansehen, der meinen Reichtum vergrößern wird. Der König näherte sich dem Zaubertopf und beugte sich hinein. Mein König, seid vorsichtig! Doch in diesem Moment rutschte der König aus. Er konnte sein Gleichgewicht nicht halten und fiel direkt in den Topf. Nein! Der König ist in den Topf gefallen! Oh, verdammt!
In nur wenigen Minuten hatten sich 100 weitere Mitglieder des Königs in der Halle versammelt. Die Soldaten waren verwirrt, wem sie gehorchen sollten. Könige kämpften gegeneinander um den Thron. Jeder behauptete, der wahre König zu sein. Ich bin der wahre König. Nein, ich bin es. Ich bin der wahre König. Klappe, ich bin der wahre König. Als Gopi erkannte, wie gefährlich der Zaubertopf sein konnte, schlich er sich während des Durcheinanders aus dem Palast und nahm den Topf mit. Er ging direkt zu einer Klippe und warf den Zaubertopf herunter. Der Topf zerfiel in Stücke und verschwand. Von diesem Tag an begann auf Gopis Feld wieder etwas zu wachsen. Und Gopi verstand, dass das Leben nicht durch Zauberei, sondern durch Arbeit fruchtbar wurde. Und er lebte für immer in Wohlstand.